Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Herr der Ringe. Nee, Quatsch. Wir sind natürlich hier bei Let's Play Dragon's Dogma. Aber wir sollen einen Ring suchen. Und zwar wurde ein anscheinend angeblich wichtiger Ring geklaut vom Herzog. Eine ganz schön peinliche Sache. Und wir wurden halt beauftragt, diesen Ring zu finden. Ja, findet sich ja so leicht, so ein Ring. Ich meine, ist doch bestimmt hier auf dem Boden, ne? Wir sollen erstmal die Leute im Schloss befragen, denn nur ein Arbeiter im Schloss hätte das, den Ring, klauen können. Oder Frodo ist vorbeigekommen. Oder noch besser, Gollum. Gollum ist vorbeigekommen. Wenn jetzt hier eine Figur auftaucht, der wie Gollum aussieht, dann bin ich weg. Dann ist das einfach zu geil. Herr der Ringe bekommt dann auch noch seinen Auftritt hier. Haben keinen Zutritt zum Schloss. Tja, Vasallen, ihr müsst draußen bleiben. So ein Schild, wo Vasalle an der Leine ist und dann wir müssen draußen bleiben. Das wäre auch nicht schlecht. Na, hast du es vielleicht geklaut? Nee, ich will jetzt nicht rassistisch sein. Habe ich es aktiviert? So. Jetzt habe ich es aktiviert. Aha. Da haben wir auch schon direkt einen Kreis. Automatisch weiß ich, mit wem ich sprechen soll. Ben hier, der ist super intelligent. Der weiß direkt, mit wem er reden muss. Pack aus! Hitler? Hitler hat den Ring geklaut? Oh Gott, Leute, ey, bitte. Warum taucht denn so eine Figur auf? Ohne Scheiß. Aha. Even should they escape sight, the castle's construction hinders. Einen Führer. Und dann benutzt er das Wort Führer. Leute, jetzt bitte. Also, wenn das ja nicht genug Hinweise sind, dann weiß ich auch nicht. Aha. Hinweise und sowas. Kacke. Wo geht's denn... Keine Ahnung. Wo geht's denn hier runter oder so? Ich muss irgendwie eine Etage runter. Wie mache ich das? Also da haben wir einen Audienzsaal und... Warte. Da war eine Treppe. Richtig. So, ich hoffe jetzt, das war auch richtig so. Nee. Falsche Treppe. Ich muss hier lang. Och, verdammt, dieses Schloss ist groß. Warum müssen Schlösser so groß sein? Wenn ich König von irgendeinem Land wäre, dann würde ich mir nur ein ganz kleines Schlösslein bauen lassen. Damit ich auch den Überblick habe. Ich meine, ohne Bedienstete kriegst du das ja dann überhaupt nicht geregelt. Wer soll das denn putzen? Ach so. Wahrscheinlich muss ich hier lang. Nach oben. Ich muss nach oben bestimmt. Ja, nach oben ist mir lieber als nach unten. So, ich mach mal auf hier. Der Herzog ist natürlich nicht da. Warum sollte er auch? Kann ich mich hinsetzen? Vielleicht kann ich da draufstehen. Und mich kurz wie ein Herzog fühlen. Oh yeah. Kniet nieder. Oh, das gibt einen guten Effekt. Kniet nieder, Leute. Denn ich bin der Herzog. Yes. So fühlt sich das Leben gut an. Und weiter geht's. Ja, jetzt sind wir richtig. Ah, nicht nach oben. Doch, wir müssen hier lang. Bo. So, wer ist der Nächste, den wir befragen? I heard a report of an unfamiliar man seen within the castle's halls. They say he had the look of that sorcerer. Er sah aus wie ein Erzmagier. Caleb, hast du etwa den Ring geklaut? Oh mein Gott. Pulversphäre, was auch immer das ist. Was mache ich damit? Pulversphäre. Gut, wird hier nicht angezeigt. Auch schön. Eine kleine Menge Schwarzpulver in einer Flasche mit äußerster Vorsicht zu handhaben. Pff, schmeiß ich durch die Gegend. No problem. Gut, heißt das, ich muss jetzt wieder runter? Ja. Plötzlich muss ich mit ihm reden. Salome. Okay, ich dachte schon, es wäre Caleb.
do not relish the thought of his return, but the Pilfered Ring does bear a strong magical affinity. Okay, wir haben Beweise. Wir reden jetzt mit Aldu. Salamet. It is a name that... Time was, the Duke held a council of magic scholars here in Gran Sorin, tasked with ensorcelling... Salamet sat at the head of the council. His, once their research bore fruit, Salamet betrayed his grace. Ja, das ist natürlich klar. Ehrgeiz kann ziemlich böse sein. Leaving the corpses of his fellows, I know not by what design he would reveal himself now. Der Ring, der ihn dazu zwingt. Ja, nee, ist klar. Der eine Ring will gefunden werden. Wahrscheinlich hat er jetzt sich den Erstmagier Salome geschnappt, um zu Sauron gebracht zu werden. Aber das können wir ja nicht zulassen. Sauron darf nicht wieder erwachen. Und was ist mit dem Drachen? Der ist jetzt egal. Sauron will wieder auferstehen. Oh mein Gott. Herr der Ringe lebt hier wirklich auf. Und am Ende ist es doch eh nur ein Plastikring aus der Kellogg's-Packung. Fangen wir noch an herum. Wir fragen nicht nur irgendjemanden. Wir wissen ganz genau, wen wir befragen müssen. Dich! A sorcerer, eh? Can't say is that... No, wait. There is rumor going around of a quill-dressed man skulking. More than his dress is odd if he's hanging around that place. Fordert Salome heraus. Ach, warum nicht? Mach ich gerne. Zum Steinbruch müssen wir. Alles klar, das bedeutet wieder ein kleiner Schnitt und dann sehen wir uns vor dem Steinbruch. Bis dann. So, wir sind an sich kurz vorm Steinbruch. Also einer unserer Vasallen hat gesagt, dass der Nordeingang sicherer wäre. Es gibt ja zwei Eingänge zum Steinbruch. Und der Nordeingang ist auch am nächsten. Das ist mir kackegal gewesen, wäre nicht der sichere gewesen. Ich laufe doch da nicht runter zum Süden, der mehrere Kilometer hier wegliegt. Das mache ich nicht. Oh Gott, die armen Kobolde, die haben überhaupt keine Chance mehr gegen meine Dolche. Bam. So. Och, die gehen schon alle hier kaputt. So, dem knall ich noch schön... Wow. Von wegen dem knallt so schön ins Köpfchen. Da hat er was gegen. Okay. Wurden schon alle kaputt geschlagen. Also die bringen überhaupt nichts mehr. Wir kommen ja auch hier jedes Mal in die Umgebung von Gran Sorin. Die Gegner bleiben gleich. Und hat der einen Auftrag für uns? Ja, was für ein... Oh, hello. I've needed to travel south through this mine, but the accursed gate won't budge. Despite the dangers, I came this way hoping to shorten. 'Tis a fine waste of time if the gate cannot be lowered. Kann ich ja machen. Öffnet das Tor. Den Auftrag hat er jetzt aber nicht. Nee. Welches Tor? Irgendein Zugang zu einer Mine? Müssen wir vielleicht später aktivieren oder so. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte jetzt hier hauptstorymäßig vorankommen. So, treffen wir also auf unseren Erzmagier. Der alte Steinbruch. Well, well. The arisen. Toast of all Gran Sorin. Does the work of all mankind's savior truly afford the time to go hunting petty thieves? If you insist on a game of cat and mouse, what say we see which role you'll fill? Katz und Maus, ich bin mehr hier der Drache und töte euch alle in einem Schlag. Deine Gefährten sind schon tot. Bam, bam, bam. Tot. Gebannt. Du entkommst mir nicht, Drecksack. The cat has claws. And more rip than the fools in the Duke's guard outrun. But alas, I've not the time to game, sir. Farewell. Ey, nee, du haust jetzt nicht ab, oder? Das ist jetzt ein Scherz. Ey, da gibt's doch nicht.
Jetzt sollen wir seine Flucht. Och Mann, ich hätte ihn am liebsten gebannt. Aber nein, jetzt ist er geflohen. Was haben die Vasallen dazu zu sagen? Ja, hoffentlich sehen wir ihn bald. Ich will ihn nämlich umnieten. So ein Arsch. So. Aktiviert den Mechanismus. Tue ich gerne. Ich meine, jetzt, wo wir hier in den Minen sind. In den Minen von Moria. Yes. Um Herr der Ringe halt nochmal hier komplett zu machen. Wo sind die Orks? Wow, wow, wow. Wo kommen die plötzlich her? Aus dem Nichts? Oh Gott, und da ist ein Magier. Tötet ihn bitte. Bevor er mich umnietet. Ich hab doch gesagt, nietet ihn um, bevor ich sterbe. Was nehme ich denn jetzt? Ich muss doch irgendwo was Cooles haben. So. Damit bin ich jetzt erstmal bedient. So, jetzt niete ich dich aber um. Scheiße hier. Kackenmagier. So. Mann, wo kommen die denn alle her? Wie die Kanickel. So. Weg. Gebannt. Und tschüss. Oh, das Geld nehme ich natürlich gerne mit. Was willst du? Das war Barbecue. Mein Gott, die sind alle aus hier rausgekommen. Die verlassene Mine. Geld. Das nehme ich. Tja, guckt euch das an. Guckt euch das an, was die hier alles haben. Tonkrug, das nehme ich nicht. Und tschüss. Euer Lager gehört jetzt mir. Das ist jetzt meine kleine Basis. Und euer Geld, das nehme ich jetzt auch mit. Weil ihr so nervig seid, ihr Diebe. Na, was haben wir denn hier? Mir fehlt der passende Schlüssel, ja. Ja, wo gibt's denn hier den Schlüssel? Wasser entnehmen, nein. Ich brauche einen Schlüssel. Schürfen. Klar, warum nicht? Hauen wir mal ein bisschen hier rein. Stein, toll. Unscheinbares Erz. Kupfererz. Das ist gut. Stein. Kupfererz. Ja, das ist doch nicht schlecht. Jetzt lass mich aber raten, keiner weiß, wo der Schlüssel ist. Ist ja an sich auch egal. Ich will jetzt die Mine aufmachen. Geld. Ich mache einen auf Dagobert Duck. Ich nehme hier alles Geld mit, was es hier gibt. Hier ist es ziemlich dunkel. Fällt mir so gerade auf. Ich sollte mal die Laterne anmachen. So, jetzt haben wir doch wieder schönes Licht. Licht ist doch was Schönes. Oh, eine Truhe. Truhen mag ich. Letzter Tagebucheintrag. Ja. Ausschnitt eines Reiseberichts aus einem Tagebuch gerissen. Der Verfasser liegt in der Ferne mit einer Krankheit da nieder und erwartet sein Ende. Dies sind meine letzten Worte, bevor meine Verwandlung mich dahin rafft. Meine Jagd ist fehlgeschlagen, Laura. Alicia und Reynard, bitte vergebt mir. Für wen brauche ich das denn? Da steht Essentielles drauf. Festtagskuchen. Hier liegt Festtagskuchen rum. Natürlich. Oh, Batman. Okay. Warum habe ich das jetzt eigentlich geöffnet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klug ist. Ja klar, Untote. War ja klar. War ja klar, sobald ich hier irgendetwas erkunden will, tauchen Untote auf. Und fehlt überhaupt dieser Weg? Ach, warum nicht? Es liegt halbwegs auf dem Weg, wo ich hin muss.
Wow! Scheiße. Ein Oger. Ein Oger. Na toll. Die mag ich ja überhaupt nicht. Sorry. Aber okay, mit denen kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Jetzt schlagen wir den einfach mal hart tot. Komm schon. Jetzt brennst du noch ein bisschen. So. Leg dich erstmal schlafen. Und stirb. So. Leute, nehmt die Sachen mit. Hallo? Hierher! Nehmt die Sachen mit. Nehmt die Sachen mit, die er fallen gelassen hat. So, wir müssen wohl draufstehen. Nein, warte. Bitte sag nicht, der Oger hätte draufstehen müssen. Oh, bitte nicht, nein. Hä? Warum geht das jetzt plötzlich auf? Was ist denn jetzt passiert? Haben meine Vasallen etwas herausgefunden? Erstattet Alon Bericht. Ja, okay. Okay. Wo muss ich denn eigentlich hin? Eigentlich muss ich doch da raus. Weil hier komme ich in den Südeingang raus. Da will ich ja nicht hin. Ein Leichnam wäre als Köder für einen Oger geeignet. Ja, nee. Der Oger ist tot. Der ist jetzt selbst ein Leichnam. Warte. Ich muss mich erstmal orientieren. Kackminen hier. Ohne Scheiß, die haben was von Moria. Es fehlt nur noch eine richtig große Halle. Dann haben wir die Minen von Moria. Mit all den toten Zwergen und den Orkleins. Und dem Feuerfuzzi, ihr wisst schon wen. Ein Balrog, genau. War ja ein Balrog. Lalala. Okay, Ogre kriegen wir jetzt auch mittlerweile locker kaputt. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Halbdrachen kümmern. Davon wurde ich ja schon mal böse geowned. So, Bericht erstatten. Bested the gate, have you? Hey, still rifle. Say. You've half cleared the path already, sir. I've every confidence you'll befreit die Minen von Ungeheuern. Na gut, ich glaube, das ist ein Job für den nächsten Part. Dann säubern wir die Mine und berichten Aldu von Solmets Flucht. Bis dann.